Meine Damen und Herren, er kommt aus Starnberg und ist damit ein echter Münchner. Und weil er damit ja auch ein echter Oberbayer ist, hat er den Fränkischen Kabarettpreis 2014 bekommen. Aber wem das jetzt alles zu früh ist und wer da lauter Ungereimtheiten drin sieht, dem helfen wir jetzt. Herzlich willkommen, André Hartmann. So. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie schauen mich so verdutzt an. Ja, wahrscheinlich, weil ich Sie nicht bayerisch genug begrüßt habe. Also, liebe Bürgerinnen und Bürger hier in Bayern, liebe Bäuerinnen und Bäuern, wir haben für Sie schon sehr vieles erreicht. Das haben Sie auch unter anderem Ihrem Landesvater zu verdanken. Zum Beispiel, dass die Maut in Bayern vorerst nicht kommen wird. Sie wissen ja, bayerisches Landesrecht bricht Bundesrecht. Und dafür hat sich ja auch Alexander Dobrindt, also diese Zeuge Jehovas, stark gemacht. Ja, also sind die denn noch zu retten? Apropos retten, ich habe jetzt schon so viele gerettet und bekomme täglich weitere Hilfegesuche von allen möglichen Menschen. Also wenn Sie jetzt auch noch von mir gerettet werden möchten, meine sehr geehrten Wirte und Brauerei-Fachverkäuferinnen, also wenn ich Sie auch noch retten soll, dann gründen Sie einfach eine Bierbank. Ja, und wenn Sie die Regeln alle im Verkehr, in der Kommunikation und in der außenpolitischen Zusammenarbeit beachten, dann werden Sie diesen Sommer auch unbeschattet überstehen. Insofern, liebe Bäuerinnen, eröffne ich feierlich die Biersaison mit Ochsoachtis. In diesem Sinne werde ich jetzt das Geheimnis lüften und allen ABC-Schützen einen Gefallen mit diesem doch sehr buchstabenträchtigen Krug tun auf eine friedliche Wiesen. Das ist der 2015. Prost!